Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Rohstoffmonitor. Heute wollen wir mal wieder einen kleinen Rohstoffrundumblick wagen. Mein heutiger Gast ist Georg Rankers, Geschäftsführer von Rankers Family Office. Herr Rankers, die Aktienmärkte, die eilten ja zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten. Die Rohstoffmärkte hingegen, die tendieren ja eher in Richtung Süden. Was sind denn die Gründe für diese Entwicklung? Ja, der Preisrückgang seit Februar ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass wir schlechtere Konjunkturdaten rund um den Globus gesehen haben. Die Finanzkrise in Europa macht unserem Kontinent nach wie vor zu schaffen. China konnte zuletzt auch nicht mehr mit so tollen Zahlen überraschen. Also das Wirtschaftswachstum, was wir bisher gewohnt waren, über 8%, wurde nicht bestätigt. Die ehemaligen Stars, die Schwellenländer, schwächeln mittlerweile auch. Und wir können momentan nicht erkennen, dass trotz weltweit niedriger Zinsen ein deutlicher Wachstumsschub weltweit sich anbahnt. Schauen wir uns ein paar einzelne Rohstoffe an. Beginnen wir mit Kupfer. Das Industriemetall gilt ja so als Frühindikator für die globale Wirtschaft. Allein im April verlor Kupfer jetzt aber rund 10%. Müssen wir uns jetzt vielleicht auf einen erneuten weltwirtschaftlichen Einbruch einstellen? Nein, davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Bei Kupfer haben wir eine Sondersituation. China ist weltweit der größte Nachfrager. 40% der Kupferproduktion geht nach China. Und ich habe es angedeutet, die Zahlen im April aus China waren nicht zu gut. Und insofern reagiert Kupfer auf diese Nachrichten auch sehr sensibel. Insofern ist der Preisrückgang darauf zurückzuführen. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass in den vergangenen Jahren Kupfer sehr stark unter Preisdruck war. Ich gehe davon aus, dass also alle negativen Nachrichten eingepreist sind. Und wir konnten ja im März erstmals auch einen ersten Hoffnungsschimmer aus Amerika vernehmen, die bei den Neubaubeginnen in Amerika wurde erstmals seit 5 Jahren wieder die 1-Millionen-Grenze überschritten. Also insofern gibt es leichte Anzeichen einer Besserung. Dann schauen wir auf Rohöl. Da hat ja seit dem Tief vor einigen Wochen bei 96,71 der Kurs wieder zulegen können. Ist das ein erster Hoffnungsschimmer jetzt auf weiter steigende Notierungen? Nein, ich gehe ja davon aus, dass der Kurs weiter Richtung Süden tendiert. Wir würden erst ein positiveres Chartbild sehen, wenn der Rohölkurs wieder die Marke von 106,63 Punkten überschreiten würde, dann wäre es durchaus möglich, dass wir auch nochmal in den Bereich des Jahreshochs bei 118 Euro zurückkommen. Aber momentan sieht es danach nicht aus. Wenn wir einen Rohstoffrundumblick wagen, dann darf Gold natürlich auch nicht fehlen. Noch vor einigen Wochen, da galt Gold ja so als sicherer Hafen eben in Krisenzeiten, bis dann plötzlich die Kurse erdrutschartig hier einbrachen. Ist bei Gold vielleicht so eine Art Spekulationsblase geplatzt? Ja, genau das ist der Fall. Gold galt ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen als der Gral für Sicherheit und für Vermögen und für Wachstum. Und immer, wenn solche Anlagewerte überhöht werden, wenn Kurse von 3.000 US-Dollar und Ähnliches in den Raum gestellt werden, ist das eigentlich ein erstes Anzeichen, dass sich eine Spekulationsblase bildet. Die ist mittlerweile geplatzt. Wir haben ein ähnliches Phänomen schon mal, wenn wir das historisch betrachten, 1978 gehabt, als am Ende der großen Seitwärtsbewegung in den amerikanischen Märkten. Da ist damals der Goldpreis von 100 auf 850 Dollar gestiegen. Und als dann 82, 83 die nächste Hosse begann in Amerika, fiel dann der Preis wieder zurück auf 350 US-Dollar. Ich sehe hier eine ähnliche Entwicklung. Bedeutet das jetzt, dass die Anleger die Finger vom Gold lassen sollten oder ist es trotzdem sinnvoll, in Gold zu investieren? Nein, also das ist immer, viele haben das natürlich aus Spekulationsgründen gekauft. Wir sagen als Vermögensverwalter immer, dass Gold natürlich so eine Art Versicherung für mein Vermögen ist, für das Depot ist. Insofern Quoten bis zu 10% sind nach wie vor sinnvoll, eben als Versicherung. Wir wissen ja nicht, ob die Krise nicht nochmal zurückkommt. Insofern sollten wir jetzt niedrigere Kurse sehen, vielleicht nochmal in dem Bereich um 1260, 1280 ist das sicherlich ein Bereich, in dem ich wieder Goldpositionen aufbauen kann. Georg Rankers, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Bitteschön. Und das war's mit dem Rohstoffmonitor für diese Woche. Anschauen können Sie sich diese Sendung unter www.drf.fm. Ansonsten bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.